Hallöchen, liebe und herzlich willkommen zu unserer nächsten Roadmaster Tour hier in ETS. Ihr seht schon zu meiner Linken der liebe Yannick. Yay! Hallo. Hallo. Are you ready? Ja, Fischis. Ja, hier Fischi. Wir müssen. Meist den Fisch ins Gesicht, Patsch. Ja, genau. Fang den Fisch. Wir haben Fische zu transportieren. Ja. So, und zwar, die Fischis müssen von, tschüpp, wollte gerade sagen, wo sehe ich denn jetzt nochmal die schöne Strecke? Von da, darüber. Da. So, ganz einfach, passt, prinzipiell. Also, um genau zu sein, müssen wir von Forsthaven nach Stornoway. Die Strecke nicht ganz super lang und wir transportieren frische Fische. Hey, frische Fische. Weil wir ja heute wieder im Roadmaster-Projekt unterwegs sind, ihr seht, die Strecke ist auch relativ einfach. Meiner Meinung nach gibt es nur eine Position, wo es eventuell schief gehen kann. Das ist hier die Abbiegung nach Ullapool. Spricht man das richtig aus? Ullapool? Allapool? Wie heißt das? Ne, da steht Ulla. Ullapool. Ja, okay. Wir müssen wieder zu Ulla. Ja, also ich kann mir das total einfach merken. Und zwar fahren wir nach zum Torso, biegen dann ab zu Ulla und möchten dort einen Storno beantragen. So habe ich mir jetzt die Strecke gemerkt. Ja, Hauptsache jetzt nur, du machst bei Ulla wirklich nicht Storno, ne? Du willst ja auch ankommen. Ich muss ja noch weiter. Ja, ja, deswegen. Also da, Storno darfst du nicht durchziehen, ne? Das ist richtig, ja. Ja, muss auch. Das ist richtig. Storno darfst du erst den Storno machen. Ja, genau. Ja, heute ist wieder nach Straßenverkehrsordnung, aber keine Sorge, ihr Lieben, es wird auch noch unsere anderen Strecken weiterhin geben, wo wir einfach wild drauf losfahren mit, ne, gib ihm und Hackengas über die Karte mit einer wesentlich längeren Strecke und natürlich auch dementsprechend spannendere, ja, Routen, die wir da haben, aber hier, wir kriegen mit den Streckenlängen, die wir auswählen, leider nicht so die spannendsten Routen derzeit angeboten, leider. Ja, das mal ist gucken. Richtig. Aber mal das gucken, ob da noch was anderes kommt. Ja, ach, mit Sicherheit. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch hier ist es so, natürlich ohne Navi und vernünftig fahren. Bin dieses gespannt. Mal, jetzt so. Ich auch. So, tschüss, ne? Ja, tschu. Hast du geblinkt? Ja, ich bin am Blinken. Oh, okay. Da, da, da. Gelaufen, ne? Nö. Nee? Ich blink auch. Oh, ja, ich find's ja jetzt schon mal richtig gut. Wie komme ich zum Hafen? Doch, da ist okay, doch ja, richtig lang, ne? Jo. Ich wollte sagen, den hättest du aber vorlassen müssen, ne? Nein, du hast keine Vorfahrt. Nein, also ich war schon in der Kreuzung. Minuspunkt. Ich war in der Kreuzung, dann kam der um die Ecke. Das sieht der mit Sicherheit voll anders. Ja, das ist richtig. Der sieht aber auch nicht, dass ich hier im 40-Tonner fahre. Der denkt ja, alles ist Go-Kart. Das ist oh, ja immer ist so bei Schiffi. Dieser Autofahrers. Guck mal, fahren wir wieder mit den Schiffis. Ja, das ist ein Schiff. Ja, wir können ja auch versuchen, mit dem Flugzeug rüber zu fliegen, ne? Ja. Hm. Wow, ich hab auch gehört, dass das geht. Hast du gestoppt? Hier steht dick, fett, stopp. Tatsächlich nein. Hoffe ich nicht. Ja, Entschuldigung. Dass ich sie mit dem Blinken vielleicht eben auch so ein bisschen verkackt habe. Aber. Was? Das muss ich ja nicht sagen. Hast du nie. Nein. Hast du, na, nee, ne? Ich habe später geblinkt. So, wir möchten rüber zum Torso. Ich habe später geblinkt. Ah, ja, guck mal. Ach so, aber ja. Mitchell, kennst du das nicht, solche Situationen, wo du, fährst und dann ist ja jetzt mal so in Anführungszeichen kurz vor knapp erst mit dem Blinken startest, weil feststellt, ach shit, hier muss ich ja abbiegen. Ich hasse solche Situationen, ne? Ich bin eigentlich jemand, der relativ früh blinkt und dementsprechend lange blinkt. Ja. Aber du hast ja trotzdem mal so Situationen, ne? Wo dann, ach verdammt, hier, okay, schnell den Blinker noch anwerfen. Damit niemand sagen kann, ich habe es nicht getan. Ja, doch, stimmt schon. Ja, da hast du recht. Vitok, ich weiß gar nicht, wie schnell wir hier jetzt fahren dürfen. Ne? Nee, ich gehe jetzt erstmal von 50 also aus. Ich habe jetzt auch nicht drauf geachtet, deswegen. Wir fahren erstmal 50 und möchten jetzt zu Ulla. Oh Gott. Ja, ey, ich muss hier bremsen, ja? Ja, ich sehe schon. Ja, ich muss hier aufpassen.
Uf-Basse muss ich hier. Hoppala, Speed-Kameras. Jetzt, musst du, ja, Mann, jetzt, hallo. Jetzt müssen wir irgendwie noch daran denken. Ne? Also, hier dürfen wir 50 nur fahren, ne? Ja, ja, 50. Hier war Schildi. Wo müssen wir hin? Oh, ich habe keine Ahnung. Sola. Sola, ja. Ich weiß nicht, ob es hier nach Sola geht. Fahr einfach mal. Ah, ich glaube 830, irgendwas. 835 war es, glaube ich. Okay. Du fährst viel zu schnell. Ja, ich fahr 60. Ja, hier ist 50. Hier auf der A. Fürchterlich. 882 nach Wick. Nee, da wollen wir nicht. Wick mit Bonbon. Gott, Wick Bonbons ja schon ewig nicht mehr irgendwie gekauft. Ich bin mir jetzt hier halt wieder nicht sicher, ne? Weil wir sind ja jetzt wieder draußen. Also die 50 müssten ja eigentlich aufgehoben sein, ne? Oh, ach so. Ja, schon, ne? Ja, du hast da auch jemanden direkt hinter dir hängen. So, das, ja, dann fahren wir mal. Ah, fahren wir mal 70, genau, ja, das sehe ich auch so. Und hier steht Sluff. Muss Sluff machen. Ich wollte gerade sagen, hier ist wieder, ja, wegen des Kurves. Ja. Oh, das ist ein dickes, fettes Kurves hier, Mann. Weil ich sehe es schon. Ist schon falsch fahren, wa? Oh, nee. Von wegen einfache Route. Ich habe sie, hab sie mir so gar nicht gemerkt, wenn ich ehrlich bin. Ja, doch. Also, das mit. Also, wir sind auf die. Wir kommen auf die von Torso auf die A9 zu Ulla auf die A835 und von Ulla zum Storno. Man muss doch wissen, wie man es sich merkt. Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, ne, ich vermisse ja den Mischa und den Uschi. Den Mischa, ja, true, gell? Ja, schon. Mischa und Uschi waren auch nice, true. Sollten wir vielleicht nochmal da eine Route wählen? Fürs nächste Mal, wenn wir wieder einfach fahren. Ja, eigentlich schon, ne? Wie schnell fährst du? 80, 90, 85. Das ist mit Sicherheit falsch. Ja, denke ich auch. Ich wollte aber auch nicht so schnell fahren, aber das ist so, weißt du, so man... Entschuldigung. Es tut mir doch leid. Ich hoffe, hier ist ein Blitzer. So. Ja. Jetzt habe ich es gesagt. Ja, dann machen wir das so. So. Jetzt fährt sie 60. Schön ist hier. Ja. Schön sehr hier. Schön hier. Ich finde es ja, sehr gut, dass du dir auch gemerkt hast, dass wir auf der linken Seite fahren müssen. Ja, ich bin die ganze Zeit auf der linken Seite. Wir sind Schottland. True. Ja. Weißt du, also, richtig. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, es ist so. Wusstest du, dass in Schottland auch mit Meilen gerechnet wird? Ja, England doch auch, oder? Ja, ja, genau. Ja. Ja, deswegen bin ich mir bei der 50 nämlich nicht so sicher, ob das so richtig ist. Ach so. Ah, okay, okay. Jetzt verstehe ich, wie. Okay, wir müssen noch weiter geradeaus. Beziehungsweise nach rechts. Ja, jetzt weiß ich, wie du es meinst. Ob das Meilen sind oder, Ja, du verstehst. Ja, okay, true. Wenn es 50 Meilen sind, dann sind es ja ungefähr 75 km/h, 80, ja. Irgendwie sowas. Oh, wie schön es hier ist. Warst du schon mal in Schottland? Ich habe Deutschland bis auf nach Holland und nach Österreich noch nie verlassen, wenn ich ehrlich bin. Oh, ich möchte auch unbedingt mal nach Schottland. Finde ich auch so schön. Aber es gibt so viele Orte, wo ich unbedingt, oder auch Länder besser gesagt, wo ich unbedingt mal hin möchte. Richtig nice. Unbedingt. Ja, ne? Es, ja, also ich machen wir Geisterjagd so. In Schottland, Yannick. Da bin ich dabei. Aber, obwohl, die verstehen uns nicht. Ja, doch, klar. Wo müssen wir mit denen auf Englisch sprechen, ist auch kein Problem. Die sind multilingual. Nee, du so, musst wirklich mit denen, also das hatte jetzt ein Geisterjäger, wo wir geguckt hatten, der hat mit den Geistern auf Englisch gesprochen. Ja gut, aber das ist ja auch so, ne? Also ich meine, du kannst ja, also ich meine, in Rumänien würde ich jetzt auch nicht anfangen, Deutsch zu sprechen mit irgendjemandem. Verstehst? Ja, ja. Ich war gerade hier, ich habe gerade meine Tankdings geguckt, weil ich dachte, da muss ich doch tanken, aber nein, es ist ja gar kein Problem. Ja, wie in ATS, wo ich dachte, oh, hoffentlich schaffe ich es noch, ne? Das war so knapp bei mir. Echt? Ja, ja. Also der hat ja auf, der hat angeblinkt, ja, du müsstest da mal tanken. Oh mein Gott! Achtung, hier ist Schlaufe. Hat dich die Polizei einfach mal bei mir alt, war die bei dir auch so dicht dran? Ja, die war halt auf ihrer Spur, so, ja. Nee. Die war absolut ganz klar auf unserer Spur, wo ich gedacht habe, okay, die kracht dir jetzt volle Möhre einfach rein. Ja, da oh mein Gott, ja, was war das gewesen, denn bitte? Ne? Absolut, das wäre die Schuld der Polizei gewesen, ja.
Da gibt's auch kein Wenn und Aber. Wieso, dann hättest du meine Dashcam genommen, ja, um zu beweisen, dass die schuld waren. Ja, genau. Da hätte ich mich noch mit den schottischen Behörden auseinandersetzen müssen. Ja, danke. Fährst du mit Dashcam? Nee. Also im Real Life? Nein. Warum nicht? Weil, habe ich einfach nicht. Überlegst oder hättest du gerne eine? Weil ich muss sagen, ich bin immer wieder am Überlegen. Sowohl Auto als auch mit Motorrad natürlich, ne? Wir haben tatsächlich letzte Woche erst darüber gesprochen oder so. Ja. Also ich sehe es eigentlich als nicht verkehrt, tatsächlich. Ist leider so, gell? Ich sag's ja immer wieder, ne? Du musst mit der Dummheit anderer rechnen. Ich meine, du selber kannst natürlich auch Fehler machen, keine Frage, aber du gehst ja erstmal davon aus, dass du keine machst. Der ist mir jetzt reingefahren. Ja gut, das habe ich jetzt nicht mitgekriegt. Obacht, der hier war ist auf meiner Unfall. Spur. Was ist das denn bitte? Das ist ein Unfall. Ja, das ist schön, aber dass der mir einfach reinfährt, Real Talk, Mann. Hast du jetzt einen Schaden gekriegt? Ja, ja, gut, natürlich. Hast du ja sowieso, aber. Ja, das auch, aber mein Fahrzeug hat jetzt einen Schaden bekommen. Dass ich den Schaden habe davon, ne? Wollen wir weiter drüber sprechen? Das ist richtig, das ist halt einfach so, kann ich mir nichts ändern. Aber jetzt ist der Fahrzeug hat jetzt auch Schaden, Mann. Das Fahrzeug. Das hat mich jetzt komplett rausgebracht. Und wir fahren viel zu schnell. Warum? Viel zu schnell, Janik. Wir fahren 90. Ja, wir dürfen, 85 safe. Fahren. 90 ist safe. Weiß ja nicht, was du da hinten machst, ne? Unfälle bauen, wegen der Dummheit anderer. Guck mal, hier ist frei. Was heißt das jetzt? Knallgas oder? Ich habe gar keinen Plan. Also, nee. Ich sag jetzt mal, mit dem Auto wüsstest, wüsste ich nicht, was ich in Schottland jetzt ohne Geschwindigkeitsbegrenzung fahren darf. Ja, aber normalerweise ist das ja so, du informierst dich ja erstmal so vorher, bevor du in irgendein Land fährst, was du da machen darfst und was nicht. Also ich sag jetzt mal, gerade wenn du mit dem Fahrzeug hinfährst oder selbst wenn du dir da ein Fahrzeug leihst, so wäre es jetzt bei mir, würde ich schon gucken, wie schnell dürfte ich denn eigentlich fahren und auf welcher Straßenseite. Das ist richtig. Ich habe vorhin noch vergessen, Frankreich zu erwähnen. In Frankreich war ich auch schon. Okay. Ansonsten nirgends. Ja. Ja doch, Luxemburg, okay. Ja, ist doch auch noch. Belgien, ja, da bin ich auch noch. Ja, und dann gefahren. Da noch und dann da und da war ich auch noch und ach, huch, jetzt war ich doch an vielen Orten. Ja, fällt mir jetzt gerade so auf, ja, doch, tatsächlich. Nee, tatsächlich, Dashcam hatte ich jetzt mit einem Kollegen auch Gespräch und von dem Bekannter, der war halt froh, dass er eine Dashcam hatte, weil vor ihm, das war eine Ampel, und vor ihm eine Person hat aus irgendwelchen Gründen einen Rückwärtsgang drin gehabt. So. Und fährt auch rückwärts, ist ihm reingefahren und er hatte halt zum Glück die Dashcam und weil die Person vor ihm halt gesagt hat, nee, der ist mir aufgefahren. Mhm. Naja, und dann hat der Dashcam-Aufnahme, konnte man ganz klipp und klar sagen, nope. Da ist niemand vorwärts gefahren, du bist einfach rückwärts gefahren, weil er halt stand, ne? Ja. So eine ähnliche Situation hatte ich tatsächlich auch so, mal. So, hier müssen wir lang. Da ist mir fast jemand in einem Stau vorne aufs Auto gerollt. Oha, okay. Weil er halt einfach, ne, von Bremse runter und so, hat das nicht mehr mitgekriegt, hatte Gang raus und sowas. Ja, und dann ist er halt zurückgerollt und das hat er nicht hingekriegt, also mitgekriegt. Ja. Ich konnte noch ein Stück zurückfahren, das war mein Glück. Der Hintermann von mir hat das auch realisiert, was los war. Ja, ach du Schande. Ich meine, gut, das wäre jetzt natürlich nur ein kleines bisschen Rollerei gewesen. Ne? Das wäre jetzt nicht Gott weiß was wild geworden oder so. Bin ich mit oh mein Gott, sicher. Hasi. Aber halt trotzdem, ne? Also so die Autos ringsrum, die ganzen Kollegen, also da war ein Hubkonzert. Das war einmalig, natürlich. Ehrlich. Also die haben alle losgelegt. Dann ist der irgendwann wach geworden. Ja, und also ich sehe es mal gerade auch, also Fahrzeugfehlfunktion, what? Ja, bist du über den Hase gefahren, ne? Ja, hast du toll gemacht, hast du jetzt im Motor hängen, den Hasen? Nee, eigentlich bin ich, ich bin zumindest rübergezogen, in der Hoffnung, dass ich ihm wahrscheinlich ausgewichen bin. Du bist ihm ausgewichen, ja, ich hab's gesehen. Na, da darfst du ja eigentlich auch nicht, ne? Musst draufhalten. Ja, wenn's gefährlich ist, dann ja. Also, dass du jetzt nicht mit 100 dann da versuchst auszuweichen, okay, Platsch. Ja. Ich meine, wenn du jetzt mal so ein bisschen ruhiger unterwegs bist und es ist alles frei und es ist trocken und so, ja klar, dann kannst du rausbrechen. Meiner Meinung nach. Also da würde ich dann nicht draufhalten. Was ich uns übrigens empfehle, beim nächsten Mal, wenn wir fahren,
dass wir wirklich gucken, wie schnell dürfen wir in den Ländern. Weil ja, ne, wir sagen, wir wollen real-life-mäßig irgendwie ein bisschen unterwegs sein. Und wir sagen gerade noch, du würdest dich ja informieren. Ja. Dementsprechend würde ich sagen, sollten wir das hier auch für die nächsten Male so machen. Sprich, wir gucken, wo wollen wir lang? Okay, wie schnell dürfen wir dort denn fahren? Ja, verstehe ich voll und ganz. Ich richte mich jetzt nach dem LKW vor uns. Oh, das ist gut. Ja. Der hat mit Sicherheit Ahnung. Bestimmt, Einheimischer. Ich tippe mal so auf 70. Nee, der so ist wie du 80, fährst, 80, ne? Glaube ich. Also ich bin bei 80 gerade. Bisschen mehr. Nee, wenn ich 80 fahren würde, also jetzt bin ich bei 75. Ja, okay, doch, jetzt kann ich langsam aufholen. Nee, 75 ist bei mir. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob der jetzt näher kommt oder ob der weiter weg oder ob der so bleibt. Ich glaube, wir sind bei 80. Wir sind nicht zu schnell, weil uns ist gerade die Polizei vorbeigefahren. Ja, dann ist doch alles super. Ich weiß gar nicht, was hast du denn für ein Problem, Mensch? Ich hab kein Problem. Doch, ich hab ein Problem, dass mir einfach jemand reingefahren ist. Oh. Ja. Der, die das LKW kaputt. Ja. Bitok, da fährt der mir einfach rein. Das ist also wirklich, dass ich komme da nicht drüber hinweg, ne? Das war nicht meine Schuld. Der war einfach, der erste war ja schon auf unserer Spur. Wo ich gedacht habe, und der Polizei, ey, heute ist aber schlimm, ne? Der Polizeiwagen, ich muss meine Sätze zu Ende machen, sonst denkt man wirklich, ich kann die deutsche Sprache nicht mehr. Also ja, der Polizeiwagen. Die sollte irgendwie auf einem anderen Planeten unterwegs sein. Sagt ihr, ey. Sagt ihr. Ist. Das ist so viele Roboter im Kopf, ne? Ja. Mehr Roboter. Und Strauß. Ja, und Strauß. Die machen gerade Party. Ja. Ich sag dir, das ist zu viel. Okay, 90 ist zu schnell, definitiv. Da komme ich näher. Ja, Polizeiwagen. Der kam auch. Ja, rüber. Genau. Der war. Wow. Okay, du bremst gerade bei mir hardcore ab. Ja, dann. Das bisschen funny gerade. Oh, jetzt müssen wir. Ja, bremsen! Ich bin weit weg von dir, also 40. Okay, ich fahre gerade 55. Ja, siehst du, und 40 werden Meilen sein, weil wir sind nämlich jetzt ungefähr bei 60. Okay, da ist Polizei, ja. Okay, ja, ja. Was wollte ich sagen? Achso, genau, ja, erst der Polizeiwagen, dann noch ein Wagen und dann kracht der eine mir da voll rein. Das tut mir irgendwie so leid, ne? Ja, mir auch. Ist das so? Krieg ich da einen Cookie für? Eventuell. Vielleicht bringe ich dir einen mit. Hier, das Unfall-Cookie-Tüte. Vielleicht auch zwei Tüten. Ja, genau. Das ist Entschädigung. So, hier, guck mal, das tut mir jetzt voll leid. Hier, bitteschön. Ja. Wenn du die aufgegessen hast, hast du es vergessen. Wisch dir da mit deinen Tränen ab. Ja, genau. Mit dem Keks? Okay. Aua, das tut weh. Der ist kratzig. Nicht ins Auge. Ach so. Hättest du vorher sagen müssen. Hast du schon mal ein Tier mitgenommen? Eine Taube und eine Ratte. Oha. Ja. Habe ich auch wirklich ein super schlechtes Gewissen gehabt. Echt? Ja. Mag ich nicht sowas. Ja. Ja, gut, ja. Ja. Ja, schon. Verstehe ich. Aber da hatte ich auch, ich sag jetzt mal doof, keine Chance auszuweichen. Weil wegen Taube zu schnell war, oder so nein. Nee, Taube war mitten in der City. Ja. Und voll Verkehr überall. Also da hätte ich weder jetzt ultra krass bremsen können, noch ausweichen, weil dann wäre ich irgendwem reingefahren. Sprich, ich musste einfach doof gesagt draufhalten. Du musst jetzt zu Storno. Storno. Warte mal, da ist so die Fähre. Da musste ich also doof gesagt einfach draufhalten und im Kopf habe ich so gedacht, boah, please, flieg weg. Ja, nö, Vögelchen blieb einfach sitzen. Ja, Matsche. Und die Ratte, das war eine Strecke im Wald abends. Da habe ich es auch nur, also ich hatte das Tier gesehen, wie es kam. Ja gut, da war ich, keine Ahnung, es muss irgendwas um 70 km/h gewesen sein oder so. Balla. Ja, da habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das ist... super lange her. Ich weiß nicht mehr, ob ich damals versucht hatte zu bremsen oder irgendetwas, aber du hast es halt natürlich gemerkt, dass du drüber gefahren bist, ne? Ja, ja, klar. Wedenkai. Okay. Wedenkai? Achso, ja. Das wurde dir angezeigt als Bild, ne? Ja, ja. Ja, das ist der in... Wo ist der, Leute? Kiel? Oster? Nee. Ja, Kiel. Kiel, ist richtig. Ja. Ja. Meine ich doch.
Phew. Ja, ich hatte auch mal eine Begegnung mit einem Vögelchen. Oh, okay. Leider. Also davon ist nichts mehr übergeblieben hinterher. Ja, Fahrzeugfehlfunktion. Really? Ist das wirklich von diesem Unfall, von dem Typen, der mir da reingefahren ist? Muss ja, ne? Kann durchaus sein, ja klar. Oder du hast noch mal was Altes mitgenommen, aber ich glaube, du hattest letztes eigentlich hätte ich repariert. Nee, ich habe auch vor Start repariert. Also das dürfte eigentlich nicht sein. Muss hier oder nicht? Ja, eigentlich schon. Wo ist... Da ist Dingens. Tipp, 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 oh. Mal doch noch einmal drehen jetzt gleich. Sind wir hier richtig? Ja. Wo willst du die Ladung stehen haben? Okay, ich sage, ich sehe hier noch nichts. Ja, hier wo ich bin, da ist ja... Okay. Der ich muss hier nochmal rausfahren. Oh Gott. Wildschub, ich habe hier keinen Trigger. Echt nicht? Nein. Hast du vielleicht schon direkt die Anzeige, wo du hin musst? Sehe ich ja nicht. Und du stehst jetzt genau auf dem Trigger drauf. Nee, bei mir war keiner. Jawohl. Okay. Ich müsste jetzt hier einmal links nochmal und dann von hinten wieder rein, wo wir gerade reingefahren sind. Das ist ja merkwürdig, warum habe ich... Oh Gott, falsche Fahrseite. Oh Gott, Entschuldigung, ich bin noch im Abbiegemodus gewesen. Nein, ich war auf der falschen Fahrseite. Hab ich voll vergessen. Hä? So, wenn ich jetzt wüsste, wie ich einen Warnblinker anmache hier, dann würde ich das jetzt machen, Leute. Also, seht's mir nach. Hab keine Abgabestelle. Warum? Fischis! Hier, Fischi, Fischi. Hey, warum habe ich denn keine Abgabestelle? Doch. Okay, Row. Da, wo du auch gerade parkst. Ja. Ja? Ja. Ja, guck mal. Kadi, musst du vielleicht hier hin? Ja. So, mal gucken, ob ich das auch so hinkriege. Hast du das aus der Innenansicht gemacht? Ja. Aber ich habe aus dem Fenster geguckt, ne? Ja, das mache ich auch. Muss ja. Boah, ich kann das ja mal so gar nicht einschätzen. Ausgezeichnet! Ja, das ist das Witzige, ne? Bei den Roadmaster-Strecken ausgezeichnet. Obwohl, ich bin bei mir gespannt durch den Unfall. Oh Gott, mache ich Levels. Alter Schwede! Ja, also Leute, wir haben immer noch den Cheat drauf, ne? Ja gut, hier ist er ja uninteressant. Ja, also, das ist ja... Warte, ich bin weg. Ja? Du fährst da vor einer Wand. Oh, wow. Ja, ich hab's gerade gemerkt. Ich hab das falsche Pedal gedrückt. Ich wollte das nicht. Oh, ich muss noch weiter rum. Der mit. Boah, es ist aber schwierig gerade. Ich fahr einmal rum. Miau. Ich sehe halt wirklich gar nichts. Genau, also bei mir wäre jetzt genauso. Ich würde jetzt eigentlich auch Warnblinker anmachen. Ja, ich weiß halt einfach nur nicht, welcher Knopf das ist. Nö, ich hatte mir Blinker rausgesucht. Ich hatte mir Blinker rausgesucht, aber Warnblink. Müsste ich jetzt nachgucken dafür. Hatte ich aber auch nicht drüber nachgedacht, auch nach dem Warnblinker zu gucken. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste das irgendwas hier auf dem Steuerkreuz sein. Okay, nee, das war Motor aus. Das ist Licht. Okay, nee, dann ist es doch wieder am Start. Egal! Bin ich jetzt auf der anderen Seite da dran? Kann ich nicht sehen, okay. Du schaffst das! Das Problem ist, dass ich halt das... Ich sehe ja die eine Seite. Also ich sag's mal so, würde ich jetzt im Real Life das machen? Ich würde ständig aussteigen, um zu gucken, ne? Ja. Da muss ich jetzt aber auch dazu sagen, ich habe auf der anderen Seite den, den Spiegel offen habe. Okay, den habe ich jetzt nicht an, ja. Also da F2, den zweiten Spiegel. Ja. Den habe ich eigentlich grundsätzlich immer an, weil ich einfach keinen Bock habe, immer mit der Maus rüber zu gehen, weißt du? Ja, dann muss ich das bei mir auch nochmal einstellen. Andererseits,
klar, wenn du jetzt, so wie du jetzt gerade stehst, würdest du auf der Seite so oder so nichts sehen. Jo, vielleicht, weiß ich nicht. Warte mal. Muss da weiter rüber. Oh, Ladentransport. Habe ich letztens erst noch gesehen, Leute. Oh, das sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ja, Mann. Pieps, pieps. Was? Nur in Ansicht ist halt nochmal krass, ne? Ja, yeah, Mann. Weg ist er. Gut, geschafft, 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 geschafft. Yay. Na, siehst du. Ja gut, Leute, es ist natürlich wieder eine... Oh, zufriedenstellend. Ja, das war der Unfall. Ja, ja, wahrscheinlich. Es ist natürlich ärgerlich, wenn du dafür nicht mal was kannst oder so, weißt du? Ja. Ist halt echt doof. Aber gut, sehen wir da mal einfach drüber weg. Ich meine, sonst ist ja nichts passiert. Ja. Ding. Gut. Ja, etwas kürzere Folge heute. Wie gesagt, wir müssen halt gucken. Wir testen uns da langsam mit den Kilometern ran, was halt gut hinkommt. Die Strecken sind ein bisschen langweilig, aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat heute. Obwohl, so langweilig fand ich die Strecke jetzt gar nicht. Ne? Es war trotzdem, wo man genau geguckt hat, ja, passt das, ne? Wie, was, wo. Sie sah aber auch wirklich gut aus. Also es hat Spaß gemacht, sie zu fahren. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das fand ich auch. Gab wieder ein paar schöne Talkthemen und von daher. Ja. Leute, genau. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ja, genau, so ein Kommentar. Die Kanäle sind wie immer beim jeweils anderen verlinkt in der Videobeschreibung. Ja. Genau. Wir freuen uns auf eure Nachrichten. Und dann wollen wir mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.